Einen wunderschönen guten Tag. Also, ich bin die Susan Hietsch, Love- und Life-Beraterin und Glücklichmacherin. Was mir ein besonderes Anliegen heute ist, es gibt ja 11 Millionen Singles in Deutschland, 15 Millionen wird es manchmal geschätzt, Tendenz sind steigend und eigentlich, ja, niemand möchte gern alleine sein. Jedenfalls viele von denen, die Singles sind, sind es nicht wirklich freiwillig. Deswegen gibt es ja inzwischen so viele Love-Aliens, also auch Männer, die mit 30 noch ungeküsst sind und noch niemals was von Sex gehört haben. Aber um Sex geht es mir heute gar nicht wirklich, also jedenfalls nicht allein. Es geht mir um Nackt-Dating für die wahre Liebe und an diesem Punkt Nackt-Dating, wahre Liebe auf dem Weg zum Traummann halt, ne? Das heißt, ich richte mich in diesem Video an die Frauen und möchte euch alle ermuntern, ein besseres Körpergefühl zu entwickeln, weil ich finde, dass es bei vielen Frauen damit arg hapert. Und ja, zu meinem Workshop zu kommen, zum Nackt-Dating und zu erfahren, wie es einfach ist, als Frau so akzeptiert zu werden, wie ihr seid. Also nicht sich mehr zu verstecken, sondern ihr präsentiert euch, wie ihr seid. Natürlich peu à peu. Ihr müsst nicht sofort, ich sag mal, euch völlig nackt darstellen. Also ihr seid zwar nackt, aber die Entdeckung geht schon langsam. Das verspreche ich. Und die Chance, ja sag mal, dabei den Traummann zu entdecken, der euch erstmal rein körperlich so akzeptiert, wie ihr seid. Und dann eben auch, indem ihr euer Inneres etwas öffnet. Was heißt öfters, wenn es geht, möglichst viel, sodass, also, und natürlich auch er, sodass eine gute Basis ist für eine lange Partnerschaft. Das heißt, Deutschland geht mit Susan Hietsch, Nackt-Dating für die wahre Liebe und Susan Hietsch macht dann die Menschen glücklich. Besser geht's nicht. Also seid dabei, ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail unter www.susanhietsch.de, findet ihr im Internet, müssen wir nur meinen Namen eingeben und dann sehen wir uns und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn ihr euren Traummann findet und die Liebe, denn ich sag mal ganz ehrlich, der Sinn unseres Lebens ist die Liebe, alles andere ist sekundär. Bis dann!